Willkommen zu meiner Leseliste für den Monat November. Oh Gott, das Jahr ist ja schon fast um. So ein Scheiß. Ja, das ist die vorletzte Leseliste für dieses Jahr. Traurig, traurig. Allerdings habe ich noch so ein paar Challenges und Reihen und Bücher, die ich um noch dieses Jahr lesen möchte. Und ja, deswegen habe ich die irgendwie alle auf meine Leseliste gepackt für den November. Also ich hoffe wirklich, wirklich, dass ich zu einigen noch kommen werde. Zum einen habe ich jetzt auf der Leseliste Songs of Revolution von Emma Trevain. Das Buch ist ja eins von meinen 18 für 2018 Büchern. Da fehlen mir noch genau zwei Stück von. Das ist eins davon, deswegen kommt es jetzt auf meine Leseliste. Das ist ja so eine Jugenddystopie, so Sci-Fi-mäßig angehaucht. Und da geht es eigentlich darum, dass halt Musik verboten ist. Wird quasi wie so eine Droge gehandelt. Das Thema fand ich ja sehr interessant. Ja, ich habe es halt immer noch nicht gelesen. Es liegt aber schon eigentlich gefühlt ewig auf meinen Suppen. Deswegen ist das auf dieser Liste gelandet und ja, ich muss das mal irgendwie, also versuche ich es im November zu lesen. Wünscht mir Glück. Ja, ein Buch, was ich auch schon ungefähr 10 Trillionen Mal gezeigt habe. Ach, das ist noch ein Buch von meiner 18-2018-Liste. House of Hades. Ich traue mir schon gar nicht mehr, was dazu zu sagen. Also ich hoffe sehr, dass ich da ist, im November zu kommen werde und das nicht auch noch auf den Dezember schieben muss. Wow. Also im Dezember wäre es genau ein Jahr her, da ich den letzten Band gelesen habe. Den habe ich nämlich im Dezember letzten Jahres gelesen. Seitdem schiebe ich dieses Buch von mir her. Ja, das war übrigens Heroes of Olympus von Rick Riordan. Ich glaube, so muss ich nichts mehr sagen. Ja, da habe ich noch ein paar Überreste von meiner Oktoberleseliste. Und zwar unter anderem Armani Band 2 von Alvin Hamilton. Auch dieses Buch ist quasi von der letzten Leseliste ruhig geblieben. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Gucken wir mal, ob ich im November dazu komme. Ebenfalls übrig geblieben ist In the Afterlight von Alexander Backen. Das ist der dritte Band der Darkest Minds Trilogie. Auch diese Trilogie möchte ich unbedingt dieses Jahr noch beenden. Ja, aber ich bin halt letzten Monat nicht dazu gekommen. Ja, ich habe noch Hoffnung für den November. So, ein Buch, was ich leider gerade nicht hier habe, deswegen zeige ich euch den zweiten Band, und zwar von Jenny Hahn. Und zwar der dritte Band, Always and Forever, Lara Jean. Den möchte ich im November lesen, weil den zweiten Band habe ich jetzt diesen Monat gelesen. Und da fehlt mir noch der letzte Band und dann könnte ich diese Trilogie beenden dieses Jahr. Und das ist halt auch ein knuffig, lustig, lockere Story. Die kann man halt irgendwie immer lesen. Im Gegensatz zum folgenden Buch. Dumm. Ja, die Dark Artificials-Reihe von Cassandra Clare. Ja. Ich habe es geschafft, Lady Midnight im Oktober zu lesen, was leider auch der Grund war, warum ich halt zu den ganzen anderen Büchern nicht mehr gekommen bin, weil die Bücher sind echt fett und auf Englisch. Und da lese ich halt eine Weile dran. Und nichtsdestotrotz habe ich mir jetzt den Band für den November vorgenommen, weil ja der dritte Band im Dezember erscheint. Und ich hätte theoretisch die Möglichkeit, die Reihe dieses Jahr noch zu beenden. Ja, und ich mochte den ersten Band Lady Midnight echt gerne. Ich hatte auch wieder voll Bock, in diese Shadowhunter-Welt einzutauchen. Das hatte ich ja letztes Jahr um diese Zeit auch. Also irgendwie passt das zu düster und Herbst und Winter und so. Finde ich. Ja. Und der Band hatte übrigens sagenhafte 699 Seiten. Ja. Aber ich freue mich drauf. Ich weiß, dass das irgendwie total fies zwischendurch sein soll. Also irgendwas ganz Schlimmes soll passieren. Keine Ahnung, was es ist. Ich werde mich einfach überraschen lassen. Und wenn das tatsächlich einen Cliffhanger haben sollte, ist der dritte Band ja im Dezember raus und ich könnte mir den dann im Anschluss direkt holen. Da freue ich mich echt drauf.
Allerdings weiß ich jetzt nicht, ob ich, wenn ich das lese, noch irgendwas von den anderen geschafft kriege. Das ein bisschen Kontrastprogramm habe ich allerdings auf meiner Liste. Und zwar Der letzte erste Blick von Bianca Iosivoni. Das wollte ich mir als Hörbuch anhören. Ja, weil ich ja immer Hörbücher brauche. Und ja, das denke ich ist so locker, leicht, fluffig zum Nebenbeihören. Genau. Das ist einfach eine New Adult Story am College. Das Übliche soll aber halt wieder lustig sein. Die Liebesgeschichte soll sich wieder langsam entwickeln und ich freue mich schon drauf. Und dann habe ich noch ein Buch, was ich euch leider nicht zeigen kann, was ich allerdings auch als Hörbuch eventuell hören möchte. Und zwar ist das Golden Sun. Das ist der zweite Band der Red Rising Reihe von Pierce Brown. Heißt der, glaube ich. Und ja, ich habe tatsächlich Red Rising im Oktober gehört. Und ich fand es echt spannend, muss ich jetzt mal so sagen. Ja, den zweiten Band gibt es halt auch als Hörbuch und ja, ich brauche halt ein paar Hörbücher über den Monat verteilt. Und deswegen ist das auch meine Leseliste. Genau. Ja, ob ich die Bücher alle schaffe, ich weiß nicht. Ich glaube es nicht unbedingt, aber ich habe mir mal alles, was ich noch irgendwie dieses Jahr lesen möchte, schon mal auf die November-Leseliste gepackt. Ja, was ich davon nicht schaffen werde, werde ich vielleicht dann im Dezember noch schaffen. Ja, ich werde es versuchen. Und ob ich es halt hinkriege, das werdet ihr wahrscheinlich im Lesemonat für den November sehen. Ihr könnt aber gerne mal schreiben in die Kommentare, wenn ihr die Bücher schon gelesen habt, wie ihr die fandet, ob ihr, wie ihr Lord of Shadows fandet, wenn ihr das schon gelesen habt, ob ihr euch auf den dritten Band freut. Und dann sag ich mal, tschüss, bis zum nächsten Video.